Oh, wir möchten euch ein bisschen was erzählen, wie wir glauben, dass Angreifer in 2017 vorgehen werden. Ich bin Tobi, das ist Stefan. Hallo Stefan. Hallo, ja. Sehr gut, Text gelernt. Wir werden hier jetzt die nächste, Dreiviertelstunde euch hoffentlich ein bisschen was dazu erzählen, was primär Stefan herausgeforscht hat, herausgefunden hat, was es so an neumodischen Attacken gibt. Und wir legen auch gleich los, ne? Stefan, hau rein. Ja, los geht's. Wir erzählen euch heute ein bisschen was zu Non-Control Data Attacks, wie wir so den Kernel angreifen können, erzählen generell nochmal so ein paar Grundlagen. Fangen wir direkt mal an. Wir schauen, wie kriegt man eigentlich irgendwie Malware in Kernel rein. Da gibt's eine Methode ist, wir laden entweder einen Treiber, so heißt es in Windows, oder ein Loadable Kernel Module, LKM, in Linux rein, also auf der linken Seite hier, in den Kernel. Das ist eine Möglichkeit, kann man aber auch verhindern. Da gibt es dann irgendwie Code Signing und so oder Module Signing, so dass nur signierter Code reingeladen wird. Was wir uns angeschaut haben, ist deswegen eher direkt im Speicher vom Kernel irgendwas zu ändern. Also die rechte Seite, Runtime Kernel Memory Patching wird es auch gerne genannt. Da gibt's jetzt ein Problem. Also in der Vergangenheit ging das relativ einfach in Linux. Da hatte man zwei Interfaces, DevMem und DevKMem, und konnte schön im Kernel, im Memory direkt rumhantieren. Das geht heutzutage leider nicht mehr. Wir müssen Schwachstellen ausnutzen, also Exploits schreiben. Und wie das so generell funktioniert, erzählt euch Tobi jetzt erstmal was, um ein bisschen so Grundlagen zu kriegen. Ne, also wir wollen irgendwie Code ausführen, den wir bestimmen. Nicht? Wir sind der Angreifer und wir wollen irgendwie es hinkriegen, dass die Maschine unseren Code oder Funktionalität, unseren Code ausführt oder Funktionalität nach unserem Wunsch, berechnet, sage ich mal. Also dass sich die Maschine so verhält, wie wir es gerne hätten als Angreifer. Und traditionell, ganz klassisch, injiziert man seinen eigenen Code in die Maschine. Ganz klassisch hier mit diesem, in dem Fall mit einem unbounded String Copy und mit einem vom Angreifer kontrollierten String. Und dieses Programm, ist jetzt verwundbar für eben so eine klassische Stack Smashing Attacke in Verbindung mit Code Injection. Wir sehen den Kontrollflussgraphen auf der rechten Seite. Und die Idee von diesem Schaubild ist, dass dieses Bild den repräsentiert, wie der Code zur Ausführung kommt. Nicht? Also von Zeile 5, 6 springen wir in die Zeilen 1, 2, 3. In der Zeile 3 ist der Aufruf von der String-Copy-Funktion. Das heißt, wir springen also in diese String-Copy-Funktion. Wenn die String-Copy-Funktion fertig ist, dann sind wir mit der Foo-Funktion fertig, dann geht die Kontrolle wieder zurück an den Aufrufenden, in dem Fall Zeilen 7, 8, und dann sind wir fertig. Mit diesem String-Copy passiert potenziell Folgendes, nicht? Das haben wir wahrscheinlich alle gesehen, in dem LF1-Paper von, wann war es, Stefan, 98 oder 89 oder so, ewig, ewig lange her jedenfalls. Wir haben das dieses Character-Buffer, das wir hier in dieser Foo-Funktion haben, auf dem Stack. Und wenn alles ganz normal läuft, dann tun wir unsere Strings, unsere Bytes meine ich, in diesen Buffer. In dem Fall jetzt Hello, 6 Bytes, liegen auf dem Stack. Und man erkennt schon, der talentierte Hacker sieht schon, dass man ja mit mehr Bytes in diese farbig markierten, in diesen farbig markierten Bereich kommt. Nämlich potenziell so, nicht? Also wenn ich hier ganz viele Zeichen darüber kopiere über diese Speicheradressen, dann schaffe ich es irgendwann auch den blauen oder den pink, wollte ich gerade sagen, den lilanen Bereich dort zu überschreiben.
Und speziell dieser lilane Bereich hat eben eine Semantik für die Maschine, weil der Wert, der dort drin steht, wird benutzt als nächster Instruction Pointer dann, sobald die Funktion sich beendet hat. Und dann kommen wir also dazu, unseren Code auszuführen. Soweit so gut. Das nicht, wie gesagt, ist uralt. Das haben wir wahrscheinlich auch alle schon ein paar Mal gemacht. Der Kontrollflussgraph sieht dann am Ende der Attacke ungefähr so aus, dass wir dieses neue Stück Code haben und dass wir den Kontrollfluss entsprechend dahin umbiegen. Ja. Nun kann man sich fragen, was macht man, was für Defenses gibt es? Nicht? Wir haben jetzt gerade als Angreifer gedacht, jetzt denken wir als Verteidiger. Was machen wir dagegen? Traditionellerweise führt man dann Canaries ein. Und das Canary ist so der Kanarienvogel in der Kohlenmine. Man kann dem ansehen, ob er noch lebt oder nicht. Also die Kohlenarbeiter seiner Zeit, so sagt man, haben sich immer einen Vogel mit in die Kohlenmine genommen. Und wenn der Vogel tot umkippt, dann weiß man, jetzt ist der Sauerstoff knapp, jetzt wird der Sauerstoff knapp, jetzt muss ich wieder raus. So auch dieses Canary, dem kann man ansehen, ob es noch lebt, weil man davon ausgeht, dass er einen bestimmten Wert hat. Und wenn ich als Angreifer den Speicher manipuliere und die Return-Adresse manipuliere, dann muss ich irgendwie runtergeschrieben haben und dieses Canary auch überschrieben haben. So ist die Idee des Schutzmechanismus des Canaries. Ein anderer Schutzmechanismus ist das Verhindern von der Code-Injektion als solches mit ausführgeschützten Speicherseiten. Also entweder lasse ich eine Speicherseite schreibbar, habe ich eine Speicherseite, die beschreibbar ist, oder ausführbar, nicht beides zur gleichen Zeit. Und da gibt es dann Hardware-Unterstützung und das gibt es unter verschiedenen Namen. Das sind so die traditionellen Verteidigungen. Jetzt denken wir wieder als Angreifer, was macht man in dem Fall? Wir schleusen halt nicht unseren eigenen Code ein, sondern wir benutzen Code, der schon da ist. Also anstatt mit diesem String-Copy unseren eigenen Code in den Speicher zu schreiben, suchen wir nach Funktionalität, die uns interessiert, die schon im Speicher liegt. In dem Fall jetzt Return to Libc oder Arc Injection, gibt auch verschiedene Namen. Wir präparieren unseren Speicher so, dass wir die System-Funktion aufrufen werden, weil die gibt es schon. Wir wissen, wir gehen davon aus, dass wir wissen, wo diese Funktion liegt. Und dann präparieren wir den Stack so, den Speicher so, dass wir unsere gewünschten Argumente mit übergeben. Und hoffentlich, wenn alles gut läuft, dann benutzen wir eben den Code, den es schon gibt. Also ohne unseren eigenen Code einzufügen. Es gibt auch, das Ganze gibt es auch ein bisschen clever, läuft dann unter dem Namen ROP, Return Oriented Programming, wo man sich seine Gadgets so zusammensucht. Nicht? Also das x86 Instruction Set ist relativ dicht und man kann auch in die Mitte quasi von Instruktionen springen und hat dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich dort valide Opcodes hinter verbergen. Und ich kann versuchen, relativ clever im Speicher nach Code zu suchen, der das macht, was ich machen möchte. All diesen Lösungen hat gemein, dass wir eben nochmal nicht unseren eigenen Code initiieren, sondern Code wiederverwenden, der schon aus, und wir biegen den Kontrollfluss eben um die Maschine unsere gewünschte Funktionalität ausführen zu lassen. Was macht man jetzt als Verteidiger? Eine Sache, die man macht, ist, man versucht eben diese Übergänge, diese Kontrollflussübergänge zu kontrollieren und zu überprüfen, ob die Übergänge benign sind, ob die gut sind, ob die gewollt sind oder nicht. Und diese Technologien, die sind jetzt auch nicht mehr das Allerneueste, was es gibt, aber es, ich sag mal jetzt, so mein Ubuntu oder so, die fangen ganz langsam an, diese Techniken auszurollen und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und die Idee ist relativ simpel, nicht? Also bevor ich den Kontrollfluss, an jedem Übergang von diesen, in dem Kontrollflussgrafen schaue ich nach, ob ich diesen Übergang machen darf oder nicht. Man kann sich auch vorstellen, dass es relativ teuer ist, oder jedenfalls teurer, als das nicht zu machen. Aber mit diesem Schutzmechanismus, versuche ich eben, dass ich den nicht mehr abändern kann, dass ich nur noch das
ausführen kann, was ich gedacht habe, dass ich ausführen kann. Ich berechne den quasi statisch vorher, zur Kompilierzeit oder so, einen Kontrollflussgrafen und schaue, dass er zur Laufzeit, also der Kontrollfluss zur Laufzeit nicht abweicht davon. Das wäre Control Flow Integrity. Ja, sowas. Eine andere Sache, die man macht, ist, man macht es einfach schwerer, den Code zu finden, der mich interessiert. Nicht? Also man kann sich überlegen, dass ich, wenn ich mir mit Rob meine Sachen zusammenstecken will, dann muss ich wissen, wo im Speicher die Instruktionen liegen, die mich interessieren. Und wenn ich die Location von dem Stück Code, was mich interessiert, randomisiere, dann mache ich es einfach schwerer für den Angreifer, nach den Code zu finden. Das sind so einige Mitigation Strategies, um diese Angriffe, diese Art von Angriffen, zu verhindern oder schwerer zu machen. Was haben wir also gemacht? Wir haben bisher versucht, Code zu initiieren, beziehungsweise unseren Code in die Maschine zu laden und den zur Ausführung zu bringen. Und das wird aber immer schwieriger, dann versuchen wir eher, Code zu benutzen, der schon da ist, und den Kontrollfluss umzubiegen. Und jetzt sind wir als Angreifer so ein bisschen am Ende mit unserem Latein, nicht? Weil was machen wir jetzt? Wir sehen, dass irgendwie diese Methoden, dass man sich gegen diese Angriffe relativ gut verteidigen kann und dass die Verteidigung auch sehr wahrscheinlich hinreichend gut funktionieren, um uns als Angreifer das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Und jetzt, ja, weiß ich auch nicht, jetzt stehen wir da. Und jetzt müssen wir uns überlegen als Angreifer, was wir denn als nächstes machen können, um trotzdem die Maschine dazu zu bewegen, die Funktionalität unserer Wahl auszuführen. Und weil ich da mit meinem, als alter Sack, mit meinem langen Bart, bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und jetzt kommt Stefanski und hat sich das ein bisschen systematischer angeschaut. Und jetzt kriegen wir ein bisschen einen methodischeren Überblick über das, was wir gerade gesehen haben und das, was jetzt in der Zukunft kommen wird. Stefan, hau rein. Genau, also nochmal so generell, wie läuft sowas ab? Also wir haben unsere Schwachstelle, es kann alles Mögliche sein, also ein Buffer Overflow oder User After Free oder so. Und den müssen wir exploiten. Ja? Unser Ziel ist, im Allgemeinen, wir wollen Code oder Daten manipulieren, also korrumpieren vom Memory. Das sind so unsere Schritte. So, und wir schauen uns jetzt mal an, im dritten Schritt, was kann man da eigentlich machen? Wir haben gesehen, wir können Code injecten direkt, wir können Code-Pointer manipulieren, Return-Adressen oder sowas, um Rob zu fahren. Und ich habe mir angeschaut, was gibt's denn da eigentlich noch so, was wurde so präsentiert im Research. Genau. Nochmal so eine Übersicht. Also es gibt prinzipiell vier verschiedene Sachen, die wir modifizieren können. Wir können Code modifizieren direkt. Das ist ganz links der Zweig. Das führt uns zu Code Corruption Attacks. Wir können Code Pointer manipulieren, also Return-Adressen oder sowas. Führt uns zu Control Flow Hijack Attacks. Oder wir können hier das Rechte machen. Das ist jetzt, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und darüber habe ich mich ein bisschen informiert. Aber so ganz kurz, also links, den Zweig, den hatten wir schon. Wir injecten Code, leiten unseren Kontrollfluss dahin, so dass er ausgeführt wird. Ja? Oder Code Reuse, Rob zum Beispiel, wir benutzen den Code, der schon vorhanden ist und lenken, also suchen unsere Gadgets zusammen und haben dadurch dann irgendwelche beliebige Funktionalität. Rob kann, wenn man genug Gadgets hat, Turing vollständig sein. Also können wir alles Mögliche damit machen. Genau, und wir haben gesehen, das kann man verteidigen, gibt es verschiedene Sachen, Code Pointer Integrity, RSLA oder Control Flow Integrity, können wir jetzt zeitlich nicht eingehen, was genau das, also wie das genau funktioniert, wo die Grenzen sind, was damit funktioniert, aber prinzipiell gibt's das. Und es funktioniert auch. Ja, und das ist das, was wir bisher als Angreifer uns immer, worauf wir uns konzentriert haben, auf diese linke Seite, darauf Code oder Code Pointer zu manipulieren. Genau. Aber wir haben gesehen, es gibt noch die ganze rechte Seite, die jetzt auch noch interessant ist. Genau, also was können wir eigentlich machen, wenn wir Daten manipulieren? Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können Datenpointer manipulieren zu der vom Attacker spezifizierten Adresse. Also wir suchen aus, welche Adresse, und manipulieren dann den Datenpointer dahingehend. Oder wir manipulieren Datenvariablen direkt, also den Wert, suchen aus, was da steht, ja, und dann benutzen wir den.
Ein Beispiel für, wir modifizieren den Datenpointer, gibt es auch schon lange. 2005 hat das jemand auf der Butler auf der Black Hat mal demonstriert, so damals DCOM genannt, um einen Prozess zu verstecken. Also wir haben hier oben ein Beispiel, eine Tasklist. Also in Windows funktioniert es genauso, das sind jetzt die Begriffe von Linux. Wir haben eine Tasklist, das ist eine doppelt-vergettete Liste, doubly chained list. Das heißt, wir haben hier die Prozesse, die einzelnen, und die haben jeweils einen Pointer, der auf den nächsten zeigt und einen Pointer auf den vorherigen. So, das sind Datenpointer, ja. Wenn wir jetzt die Datenpointer abändern, so dass unser bösartiger Prozess hier in der Mitte nicht mehr, also ne, dass es keinen Pointer gibt, der auf uns zeigt, dann findet man uns nicht. Das ist super toll, zum Beispiel so PS, um die Prozesse anzuzeigen, geht die Liste lang und überspringt uns einfach. Das Witzige dabei ist, der Scheduler benutzt die Liste nicht, das heißt, wir werden immer noch gescheduled. Ja. Aber das ist, also wie gesagt, 2005, das ist schon jetzt nichts super Neues. Was können wir noch machen? Wir können Datenvariablen ändern, zum Beispiel so ein Boolean umlegen, isAdmin-Boolean von True or False setzen, also im Speicher, und können dadurch dann erreichen, dass wir irgendwie Privilege Escalation fahren und hier die privilegierten Operationen ausführen können. Was dabei jetzt spannend ist für uns, als Angreifer oder schwierig ist für die Verteidigung, wir verändern den Kontrollfluss nicht. Also wir injizieren keinen Code, wir manipulieren keinen Code und wir ändern den Kontrollflussgraphen nicht. Also wir verändern den Kontrollfluss zur Laufzeit nicht. Das ist alles legitim. Und daher kann man das ziemlich schwer aufspüren. Oder eigentlich, also es gibt Möglichkeiten, kommen wir dann später noch zu, aber nicht. Ja, zumindest mit dem, was wir bisher wissen, ne? Mit dem CFI und CPI. Genau, damit kann man es nicht machen. Das sind ja jetzt relativ einfache Angriffe und wir wollen natürlich ein bisschen mehr. Wir wollen nicht nur irgendwie so eine Variable mal umlegen, wir wollen so ein bisschen, ja, wie Rob oder so, Arbitrary Calculation, einfach mehr erreichen. Ist die Frage, können wir das irgendwie machen mit diesen Non-Control Data Attacks? Ja, können wir. Da gab es von 2016 ein Paper, die haben Data-Oriented Programming rausgebracht quasi, kurz DOP, und das schauen wir uns mal näher an, wie das funktioniert. Wir haben hier so ein Beispielcode, müssen wir im Detail nicht verstehen, also das ist ein Code-Snippet, wie so in einem FTP-Server vorkommen kann. Was genau hier passiert, interessiert uns erstmal nicht, aber wir gehen gleich auf wichtige Sachen ein. Also, hier steht es nochmal, interessiert uns erstmal nicht. In Zeile 9 nehmen wir an, dass bei diesem Read Data, dass wir hier einen Buffer-Overflow haben, Stack-Buffer-Overflow, und wir dadurch als Angreifer alle lokalen Variablen verändern können. Also die sind unter unserer Kontrolle. Als Angreifer können wir aussuchen, was die für Werte annehmen. Ja? Also alle orange markierten jetzt in dem Beispiel. Und dann schauen wir uns an, was es dann eigentlich für Konstrukte dort drin gibt. Also wir haben so eine While-Loop, nennen wir Dispatcher-Loop in DOP. Wir haben eine Condition in Zeile 11. Wir haben in Zeile 12 eine Dereferenzierung und in Zeile 14 eine Zuweisung, Zeile 15 eine Addition. Ja, das ist ja schon mal einiges. Und was wir damit machen können, ist im Prinzip alles. Also Arbitrary Calculation. Wir können das kleine Programmschnipselchen so benutzen, dass wir quasi eine virtuelle CPU haben. Wieso? Weil wir die ganzen lokalen Variablen verändern können. Wir können die Datenpointer verändern und die Werte, die Variablen haben. Das heißt, wir können aussuchen, was in Zeile 12 dereferenziert wird. Wir können aussuchen, was in Zeile 14 zugewiesen wird und was in Zeile 15 addiert wird. Und stellt sich raus, das ist das, was man für Turing-Completeness braucht. Genau. Wichtig dabei ist, wir verändern den Kontrollflussgraphen nicht. Ne? So sieht es dann ungefähr aus. Also ne, wir haben so eine Loop, wir haben unseren Selector. Selector ist jetzt unser Buffer-Overflow da drin. Das heißt, wir können zu jedes Mal in der Loop neu das exploiten und können aussuchen, was für einen Wert die Variablen annehmen. Dann können wir aussuchen durch die Condition, weil wir ja die Condition vom If auch
das unter unserer Kontrolle ist, können wir aussuchen, in welchen Zweig wir gehen. Wir können es auf True oder auf False setzen, können dadurch aussuchen, ob wir dereferenzieren wollen, ob wir assignen wollen oder addieren, können aussuchen, was wir da machen. Das heißt, genau, wie Tobi gerade schon gesagt hat, wenn wir, also Hu hat es 2016 in einem Paper auch bewiesen, dass wenn wir innerhalb von so einer Loop, also Assignment, Dereferenzierung und Addition haben und das nach Belieben zusammen stitchen können, dann erreichen wir Turing-Vollständigkeit. Also können wir auch wieder schön alles machen, ähnlich wie bei Rob. Die haben dann auch noch, also jetzt ist so die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Die haben ein Tool dann auch gebaut, was das automatisiert sucht. Also man gibt die Schwachstelle an und dann sucht es quasi zusammen, kann ich jetzt hier so DOP machen. Okay. Und dieses Code-Snippet, was wir gerade gesehen haben, ist nicht so unrealistisch. Also es ist schon ein Beispiel, was die Jungs speziell für Demonstrationszwecke gebaut haben, aber es stellt sich raus, dass es auch tatsächlich einen FTP-Server gibt, der so ein Konstrukt hat und innerhalb dieses Konstruktes einen Off-by-One Fehler hatte. Und dieser Patch, der fixt dieses Off-by-One, und man kann sehr schön sehen, dass man als Angreifer hier ein Byte mit einem Byte den Stack da die Daten auf dem Stack manipulieren kann. Und dieses eine Byte hat den Jungs gelangt, um das Data-Oriented Programming zu machen und innerhalb dieser dieses Turing-Completeness-Konstrukt dort Arbitrary Calculations zu machen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen langweilig, weil das Fieseste, was wir gerade gesehen haben, ist so das Verstecken eines Tasks oder dass man sich mehr Privilegien gibt und so. Das ist schon böse genug, aber das die virtuelle CPU zu haben und dann mit dieser virtuellen CPU im Prinzip alles berechnen zu können, ist schon sehr powerful, wie sagt man auf Deutsch, schon sehr mächtig. Und die Jungs haben in ihrem Paper das demonstriert und haben auch einen tatsächlichen Exploit für diese Software geschrieben mit dieser Verwundbarkeit. Und wir haben das versucht nachzustellen, war ein bisschen schwierig, es hat ein paar Mal geklappt, manchmal nicht. Dieser verwundbare ProFTPD wird gestartet und die haben sich ein Metasploit-Modul gebaut, welches die DOP-Gadgets zusammen stitcht. Und im Wesentlichen sieht man hier jetzt, wie dieses Metasploit-Modul benutzt wird und wie sich ein DOP, wie sagt man, wie die DOP-Gadgets injiziert werden, oder nicht injiziert, wie die DOP-Gadgets da benutzt werden, um am Ende des Tages den Private Key auszudrucken. Nicht? Also es gibt jetzt an der Stelle keinen initiierten Code. Alles, was die Jungs machen, ist, die sich mit den Data-Oriented Programming Gadgets die Pointer so zurechtzulegen, dass irgendwann mal der Pointer fürs Printf auf den Private Key zeigt. Das, also was sie machen, ist die ganze Zeit dereferenzieren. Sie haben so irgendwo einen Anfang und dann dereferenzieren sie einen Pointer, dereferenzieren 7-mal und dann sind sie angelangt an dem Private Key. Ne, innerhalb dieser Dispatcher-Loop erinnern wir uns, dass dort das Dereferencing kontrolliert wird und die haben sich im Speicher entlang gehangelt, um an den Private Key zu kommen und den dann eben diesen Pointer dem Printf zu übergeben. Und das schon, finde ich schon ein bisschen beeindruckend, dass sowas geht. Also aus dieser relativ unscheinbaren Dispatcher-Loop, die es da gab, mit dem Off-by-One, jetzt mit Arbitrary Calculations, sich den Private Key rauszuholen, rauszubuhlen, das fand ich schon ziemlich, ziemlich stark. Und wir haben das auch versucht zu reproduzieren. Wie gesagt, jetzt gibt es leider nur das Video und nicht das Live-Ding, weil mit Live-Hacking ist immer ein bisschen schwierig. Aber also ja, das ist ziemlich, für mein Verständnis ist es ziemlich beeindruckend. Also es ist ein nicht zu ignorierendes Problem oder eine nicht zu ignorierende Attacke des Data-Oriented Programming.
Okay, wir sprechen die ganze Zeit von verschiedenen Begriffen. Das ist ein bisschen schwierig in der ganzen Sache. Also für die Angriffstechnologie, wir haben es Non-Control Data mal genannt, jetzt Data-Oriented Programming, gibt es verschiedene Begriffe. Das schwirrt schon eine Weile rum. Ich habe das mal aufgelistet hier. Es wird teilweise Data Attacks genannt, Data-Only Attacks, Non-Control Data Attacks oder Data-Oriented Attacks. Und unten sehen wir mal, wo gebraucht wurden, von welchen Forschern. Das ist jetzt nicht, also die teilweise meinen sie damit andere Sachen, aber das Grundlegende, dass sie Daten manipulieren wollen und keinen Code injecten wollen, ist immer das Gleiche. Genau. Okay, kommen wir zurück. Wir wollten ja eigentlich im Kernel irgendwie was Böses machen. Also wir haben jetzt gesehen, wir können da mit diesem DOP zum Beispiel arbitrary calculations machen, wenn wir genug Gadgets haben, also wie bei Rob genau so. Und wir wollen jetzt das, also die Überlegung ist jetzt, geht das denn im Kernel? Dafür schauen wir uns nochmal an, was gibt es denn da für Data Attacks bisher im Kernel, also als Malware oder so. DCOM ist so ein ganz bekanntes Verfahren von Rootkits. Also es gibt DCOM-Rootkits. Die machen sowas. Die manipulieren Daten im Kernel. Allerdings fügen sie selbst, also sie selbst sind meistens ein Modul, was geladen wird in Kernel. Das heißt, Rootkit selbst oder die Malware selbst besteht ja immer noch aus Code. Und das können wir ja immer noch entdecken im Kernel. Vielleicht nicht, was sie manipulieren, das können wir vielleicht nicht so einfach aufspüren, aber wir sehen, dass da irgendwas Böses drin ist, also irgendein Code, den wir nicht reingeladen haben. Und das könnten wir verhindern, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, zum Beispiel mit Module Signing oder sowas. Oder Code Integrity. Was uns interessiert hat, ist Malware, die wirklich nur aus Daten besteht. Also die genauso schöne Funktionalitäten wie so ein Rootkit haben können, aber kein Code hinzufügen im Kernel. Also wirklich nur Daten manipulieren und trotzdem die gleiche Funktionalität erreicht. Das gibt's von Ralf Hund zum Beispiel, der 2009 in seiner Diplomarbeit, da hat er nachher nochmal ein Paper drüber geschrieben, über Rob-Rootkits, indem er wirklich nur Rob-Gadgets zusammenbaut und damit auch genauso so ein Prozess mal versteckt und noch irgendeinen Angriff macht. Also es funktioniert, er hat keinen Code hinzugefügt im Kernel. 2014 hat Sebastian Vogel das noch ein bisschen erweitert, hat das definiert in seiner PhD-Thesis und hat geschaut, wie man Persistenz erreicht mit solcher Data-Only-Malware. Bei ihm ist es allerdings so, dass Data-Only-Malware auch Rob Rob dazugehört. Also wenn ich von Data-Only oder Data-Malware spreche, dann meine ich manipuliere keine Code-Pointer, weil ich dadurch den Kontrollflow-Graphen verletze. Also das ist hier der Fall bei beiden. Das heißt, theoretisch mit Control-Flow-Integrity im Kernel könnten wir das aufspüren, weil sie beide den Kontrollflussgraphen verändern. So, und die Überlegung ist jetzt, gibt es persistente DOP-Rootkits? Das wäre natürlich super schön. Wir ändern keinen Code, wir ändern keine Code-Pointer, wir benutzen nur DOP, um Daten zu manipulieren und können vielleicht genau das Gleiche erreichen wie die anderen. Eine schöne Idee, werden wir beim nächsten Mal hoffentlich präsentieren können. Haben wir bisher noch nicht die Zeit zu gehabt, aber genau. Okay. Jetzt habe ich viel erzählt zu, wie böse das alles ist und dass man das ja nicht aufspüren kann. Stimmt nicht so ganz. Also es gibt schon Defense-Möglichkeiten. Einmal könnten wir generell Memory Safety Defense fahren. Das heißt schon das Grundproblem beschützen, also dass wir keine Pointer out of bounds haben können oder dass sie nicht dangling sein können. Also das Grundproblem von der ganzen Memory-Safety-Geschichte gibt es auch schon ewig lang irgendwelche Verfahren, Soft Bounds und sowas, aber das Problem viel zu hoher Overhead. Also das ist quasi das, was ich Java oder so Programmiersprachen eh schon drin haben.
Also würde gehen in C zum Beispiel, aber zu hoher Overhead. Dann haben wir die Möglichkeit, Randomisierung auch mit unseren Daten zu machen. Also so ein Fine-Grained Data Plane Randomization würde auch funktionieren. Dann weiß der Angreifer nicht mehr, wo er die Datenpointer hin abändern soll, weil er nicht weiß, wo die Daten liegen vielleicht. Na, dieselbe Idee wie bei ASLR, nur eben genau, gleiche für Daten. Idee wie ASLR, nur halt auch Daten. Gibt es auch schon seit längerem, 2006 gab es da ein paar Paper zu und auch nochmal jetzt in der letzten Zeit, aber auch nicht so sehr praktikabel. Dann gibt es Data Flow Integrity, ist genauso wie Control Flow Integrity. Wir schauen uns den Datenfluss an, also wir bauen einmal den Kontrollflussgraphen auf, wir gucken, wie der Kontrollfluss statisch rechnen wir den und schauen an, wie der zur Laufzeit ist und dazu noch, wie die Daten, wann sie benutzt werden und wann definiert und schauen, dass es da keine Verletzung gibt. Auch sehr aufwendig. Oder Dynamic Taint Analysis, hat Tobi mal was Schönes drüber geschrieben. Wir schauen an, wir entscheiden, was für Daten reinkommen, also Sources, und tainten die und gucken zur Laufzeit quasi, ja, wann es da Verletzungen gibt. Also geht auch alles. Das Problem, schon gesagt, alles nicht sehr praktikabel, weil viel zu hoher Overhead. Das im Kernel durchzusetzen, bedeutet, wir müssen irgendwie einen Hypervisor außenrum bauen, der da reinguckt, oder irgendwie Hardware-based das kontrollieren. Das ist ein bisschen schwierig und vor allem immer nur hoher Overhead. Da gibt es verschiedene Paper, die das machen, aber meistens so mindestens mal 10% Overhead, meistens eher 50 oder 100. Das heißt, nicht sehr praktikabel. Da muss es noch mehr Forschung zugeben. Genau. Wir sind richtig schnell heute und jetzt auch schon am Ende. Ja, ist doch gut. Soll ich konkludieren? Ja. Also, was nehmen wir hier aus dem Vortrag? Einmal Non-Controlled Data Attacks sind interessant. Wir können damit viel anstellen. Wie Shen 2005 auch schon gesagt haben, they are a realistic security threat. Hat er ein Paper zu geschrieben. Durch dieses Data-Oriented Programming haben wir alle möglichen, also können alles Mögliche machen mit. Ne? Wir könnten eventuell, wenn wir die Gadgets haben, wie bei Rob auch, Turing-Vollständigkeit erreichen und alles Mögliche ausrechnen. Und das Problem ist, die Defense-Mechanismen, die es bisher so gibt im Research, sind nicht sehr praktikabel. Also die wird es nicht in unserem System jetzt erstmal geben. Ja, das war's. Haben wir noch viel Zeit für Fragen jetzt? Hat jemand Fragen? Ja, bitte. Wir wiederholen dann fürs Internet. Ist das was abhängig? Also die Frage war, ob das automatisierte Suchen nach Gadgets, ob das architekturabhängig ist. Dieses Tool. Er hat ein Paper rausgebracht, Stitchable Dop Gadgets oder so. Ich glaube, der hat es für x86 gemacht. Ich glaube nicht für was anderes. Weiß ich nicht. Prinzipiell, die Idee ist ja, dass du dir eine virtuelle CPU baust. Und das hängt ein bisschen dann davon ab, wie deine Schwachstelle aussieht und was für Möglichkeiten du hast, dir deinen Dispatcher aufzubauen und wie du deine verschiedenen Elemente für deine Turing-Completeness hast in dem Programm, welches du exploitest. Also ich glaube, es ist weniger architekturabhängig im Sinne der ISA, der Hardware, des Hardware Instruction Sets, als der Architektur des Programms, inwiefern sich deine Turing-Maschine dort aufbaut. Das Tool von dem Hu heißt Flowstitch. Flowstitch. Findet man, ist gut. Genau, also use more DOP. DOP ist das neue ROP. Ja, bitte?
Ja. Ja, also der Kommentar war, dass ja also eine Turing-Maschine schön und nett ist, aber das ist ja noch weit weg von Arbitrary Code Execution, was wir als Angreifer wahrscheinlich wollen. Und das ist im Prinzip korrekt, ja. Ja, ja genau. Aber nochmal, die Idee ist, dass wir den Kontrollflussgrafen quasi im Takt lassen, ne? Und wenn du jetzt anfängst, da die Kontrollflüsse umzubiegen, dann ist das wieder eine andere Klasse von Angriff sozusagen. Und ja, ist ein bisschen geschummelt, ne? Ist ein bisschen reißerisch, weil wir sind so eigentlich, die Story war jetzt so ein bisschen, wir als Angreifer wollen immer die Maschine dazu überreden, die Dinge unserer Wahl zu tun. Und traditionell haben wir unseren Shellcode initiiert, da haben wir traditionell Systeme aufgerufen und sowas. Und wir haben das so ein bisschen sneaky, haben wir den Fokus ein bisschen geändert auf Arbitrary Calculation, Turing Completeness. Ja, weil wir müssen nicht Code ausführen. Genau, injecten kein Code, wir kriegen ja so auch alles Mögliche hin, benutzen halt das, was es schon gibt. Ja, aber nochmal, also das auch die Behauptung ist, dass es schon ziemlich powerful ist und dass du damit auch böse Sachen machen kannst mit so einer virtuellen CPU. Habe ich das richtig verstanden, dass das bei allen Kernels funktioniert oder muss das dann Linux sein oder dann Windows oder wird es jetzt auch bei OpenBSD problemlos funktionieren? Ich habe den ersten Teil nicht verstanden, dass es bei was funktioniert? Ob das bei allen heute verfügbaren Kernel, also die man so Betriebssystem gebundelt findet, also oder ob das ein Linux, ein Windows sein muss oder wird es jetzt auch bei OpenBSD funktionieren, das habe ich nicht ganz. Das wird überall funktionieren, ist ja nur so ein Prinzip. Genau. Ja, ja wir sind ja auch, wir haben wieder ein bisschen geschummelt, wir sind ja relativ abstrakt geblieben, nicht? Also wir haben ja jetzt nicht, da war gerade eine Rückkopplung. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass, weiß ich auch nicht, diese Klasse von Vulnerabilities, dass es die immer überall gibt, sondern wir haben das ja relativ abstrakt erzählt und mit einem Beispiel von dem ProFTPD genannt, haben wir auch wieder ein bisschen geschummelt, weil es ProFTPD ist ja gar kein Kernel, nicht? Und man muss ein bisschen die Transferleistung machen, dass diese Art von Verwundbarkeit in Software irgendwann auftaucht und der Kernel ist ja auch ein Stück Software und dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben wir das ja, wegargumentiert. Aber ja, bitte. Ja, ich war ein bisschen irritiert davon, dass ihr irgendwie Randomisierung von Daten extra so als Mitigation erwähnt habt und meinte, das müsste man machen. Wenn wir von Daten reden, dann reden wir ja von Heap-Daten, oder? Daten im Speicher. Aber so ein Heap zum Beispiel ist ja heutzutage eh schon immer randomisiert mit normalem ASLR. Also wie arbeitet man da drumherum und was könnte man noch mehr da randomisieren? Also, ja, genau, wir können das Datensegment generell randomisieren, im Heap auch. Wir können randomisieren, wo die Daten genau stehen, um nicht zu wissen. Also, ne, die, ja. Naja, bisher ist deine Randomisierung, so Status Quo jetzt gerade, ist die auf ganzen Seiten, ganze Speicherseiten. Und du könntest dir vorstellen, dass du nicht nur den Ort deiner Speicherseite randomisierst, so wie man das macht, sondern dass du beispielsweise die Elemente in der Seite auch noch randomisierst. Sowas. Fine granular data plane randomization. So ein bisschen nochmal eine Ebene tiefer sozusagen in die Speicherseite rein und dort könntest du nochmal randomisieren. Sowas. Aber es ist ein bisschen, es gibt da Ideen, aber es ist jetzt noch nichts, was hier deployed ist. Und also das ist ja auch kein, Randomization ist ja kein Fix. Das macht ja das Systemische, die darunter liegende Verwundbarkeit wird ja nicht gefixt. Das macht das Exploiten ja also nur schwerer. Wahrscheinlich schwer genug, aber es, naja, ich glaube, es lohnt sich noch zu researchen, ein bisschen Forschung zu betreiben, wie man das generelle Problem fixt. Ja, bitte. Frau Fasch, das Mike, warte.
Nö. Nee, gar nicht, nee. Ja, genau. Also es ist mitunter ziemlich langsam, kann es sein. Also je nachdem, was du da jetzt alles berechnen willst oder sowas, ist das nicht sehr nicht sehr performant. Genau, sie haben nicht die Rücksprungadresse, also bei Rücksprungadresse wäre ja ein Codepointer, haben sie nicht manipuliert, sondern wirklich nur die Daten, die zur Addition oder zur Dereferenzierung oder was genommen werden. Genau. Also nur Datenpointer und Datenwerte direkt. Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sind noch eine Weile hier, falls ihr Fragen habt.